In einem sind sich fast alle einig, es wird eine irgendwie schnelle Erholung geben von der Corona-Krise, irgendwie so eine V-Erholung und dann wird alles ganz schnell wieder ganz gut. Aber das wird eigentlich immer unwahrscheinlicher, wenn wir uns die Daten anschauen. Es gibt ein paar Ausreißer nach oben, wie gestern die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Aber insgesamt spricht vieles dafür, dass wir hier noch lange, lange mit dieser ganzen Geschichte zu tun haben werden. Und einer der zentralen Punkte, die dafür sprechen, dass das Ganze noch richtig lange dauern wird, ist ja zum Beispiel das, was heute Deutschland entschieden hat. Da hat man gesagt, okay, wir werden wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern es wird bis mindestens Ende Oktober keine Großveranstaltungen mehr geben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Jobs hängen an solchen Großveranstaltungen, wie Messen, wie Fußball, Bundesligaspiele, Konzerte, Musik. Das sind Branchen, die jeweils viele Milliarden an Umsatz machen pro Jahr. Und wenn diese Dinge nicht stattfinden, dann hängen dann wiederum andere Branchen an diesen Großveranstaltungen mit dran. Da hängen Millionen von Jobs dran. Ich hatte heute einen Artikel geschrieben mit dem Titel "Nach der Corona-Krise ist vor der Corona-Krise". Das Ganze wird sich richtig lange hinschleppen. Wird also eine Geschichte sein, die uns noch lange, lange begleiten wird, weil schlichtweg dieses Virus nicht verschwindet. Es ist weitgehend unter Kontrolle in Europa. Es ist überhaupt nicht unter Kontrolle in Südamerika oder vor allem in den USA. Da geht es nach oben, auch in asiatischen Ländern wie Indien, jetzt eben auch wieder. Ja, eine kleine Welle zumindest in China. Also das wird eine ganz heiße Geschichte. Und da wird noch einiges zu hören sein von dieser angeblichen V-Erholung, die ja so viele bereits spielen. Schauen wir uns mal so ein paar Mythen an hier in Sachen V-Erholung. Was wir hier sehen, ist Industrieproduktion in den USA. Und da sehen wir, da sind wir teilweise auf den Niveaus, naja, Ende der 90er Jahre oder sogar um 1990, Ende der 1980er Jahre derzeit. Klar, wir haben wahrscheinlich im April das Tief gesehen. Viel tiefer kann es ja auch nicht mehr nach unten gehen. Aber kommt da wirklich hier diese Erholung, die dann auf Vor-Corona-Krisenniveau wieder sich einpendeln wird, daran ist doch allerstärkstens zu zweifeln, meine Damen und Herren. Und wir sehen hier mal global gesehen, was da eigentlich der Fall ist. Wir haben vor allem in Sachen Housing, also Hausbau, sehen wir Rückgänge, aber vor allem im Industriesektor sehen wir Rückgänge. Wir sehen bei den Jobs natürlich massive Rückgänge. All das ist jetzt noch nicht so schmerzvoll, vor allem in Deutschland oder in anderen Ländern, wo wir Kurzarbeitergeld haben. Faktisch ist das ja eine kaschierte Arbeitslosigkeit. Und wir haben natürlich den Einzelhandelsbereich. Und solange wir Atemschutzmasken haben, und das Ganze ist ja auch beschlossen worden, dass wir mindestens bis Herbst eben mit diesen Atemschutzmasken werden einkaufen müssen. Ich persönlich habe da überhaupt keine Lust drauf. Bin froh, wenn ich mir die Maske irgendwie wieder vom Gesicht reißen kann, um einfach mal frei durchzuatmen. Jedenfalls hat man da keine Lust zu bummeln, irgendwie shoppen zu gehen, und das werden die Einzelhändler spüren. Das ist bei der Gastronomie genauso. Wer setzt sich gerne in ein Lokal? Wer fährt gerne S-Bahn? Merkt man hier zum Beispiel in Hamburg im Straßenverkehr sehr, sehr viele Autos. Kommt mir vor, als wären es derzeit mehr als vor der Corona-Krise, schlichtweg, weil eben die Leute sich diesen Situationen nicht aussetzen wollen, in der sie mit vielen anderen Menschen zu tun haben. Und diese Atemschutzmasken werden bleiben. Das dürfte in den USA weitgehend so sein, das dürfte überall so sein. Und das alleine wird nach meiner Auffassung schon verhindern, dass wir uns hier wirklich schnell und nachhaltig erholen. Wir dürfen nicht vergessen, allein in Deutschland etwa ist der Einzelhandel ohne Tankstellen, ohne Apotheken, ohne Benzin, Brennstoffhandel, ohne Fahrzeugverkäufe 500 Milliarden schwer. Und das ist etwas, was man durch Gelddrucken wohl nicht ersetzen kann. Wir sehen auch, dass der Schaden, der angerichtet wird hier durch Covid-19, deutlich nachhaltiger, deutlich tiefer ist als zum Beispiel bei SARS, auch in Hongkong zum Beispiel, wo ja SARS durchaus eine große Rolle gespielt hat. Also das wird so schnell nicht vorbeigehen. Das ist eine Geschichte, die sich lange, lange durchspult. Es gibt immer wieder die Hoffnungen auf einen Impfstoff. Es gibt Wunderglaube. Der Wunderglaube oder der größte Wunderglaube ist wahrscheinlich der Glaube an eben eine schnelle Erholung. Die ist, aber dieser Wunderglaube scheint nicht wirklich auszurotten zu sein. Hier sehen wir zum Beispiel aktuell den New York Fed Weekly National Economic Activity Index, also praktisch ein Index, der von der New Yorker Fed erhoben wird. Und das zeigt, was sozusagen faktisch an Wirtschaft passiert. Wenig Erholung erkennbar auch hier.
Wir sehen, dass die Furcht vor einer zweiten Welle inzwischen die Nummer eins ist bei CFOs, also bei Leuten, die die Finanzen in Unternehmen verantworten. Das hat sich geändert. Wir sehen hier oben eben die Aufstellung vom 8. April, jetzt 11. Juni. Das ist jetzt praktisch das Hauptthema geworden, Furcht vor der zweiten Welle. Und diese Furcht ist mindestens in den USA nicht berechtigt. Nicht unberechtigt, so muss es heißen. Heute sagte mal die Meldung, dass Texas die Hospitalizations, also die Zahl derjenigen, die in Krankenhäuser kommen, um 11% gestiegen ist im Vergleich zum Vortag. Hier sehen wir oben noch den Chart vom 16. Juni. Wir müssen also da nochmal einen Zacken nach oben machen. Das ist also schon eine durchaus veritable Steigerung und das eben in Gebieten, die relativ warm sind im Süden der USA. Vielleicht auch ein Problem von Klimaanlagen, denn dort werden Klimaanlagen natürlich permanent gebraucht. Da sind alle Räume gekühlt. Möglicherweise werden dadurch eben auch solche Infizierungen befördert. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ist das durchaus ein Thema. Wir hatten dann auch die Zahlen von Florida. Wir haben jetzt eine Steigerung von 3,6%, aber im Vergleich zum 7-Tages-Durchschnitt. Aber wir sind nur in Anführungszeichen bei 2610 Fällen. Gestern waren es noch 2783, da haben sich die Märkte sehr, sehr erschreckt gestern. Aber wir sehen, da ist keinerlei Tendenz wirklich erkennbar, dass die Zahlen nach unten gehen. Und das wird also jetzt immer wieder ein Punkt sein, auf den die Märkte reagieren. Eben diese Zahlen aus den USA, die aus Florida kommen, immer 16:30 Uhr deutscher Zeit. Die vollständigen Zahlen aus Texas kommen 20:30 Uhr, also 20:30 Uhr. Für diejenigen, die dann noch wach sind, vielleicht mal kurz gucken, was da reinkommt. Wir sehen, dass eben dieser Trend hier deutlich nach oben zeigt. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt. Wenn wir das mal vergleichen mit New York, dann sehen wir, dass New York auf dem Hochpunkt der Corona-Krise Anfang April hatte New York Hospitalizations von ja, roundabout 1600 im Hoch. Also dementsprechend sind diese 277 oder jetzt heute sind es ein bisschen mehr. Sind es knapp über 300, sind das natürlich noch vergleichsweise geringe Zahlen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Staat wie Florida nur ein Viertel der Einwohner hat, Texas um und bei ähnlich. Also wenn wir da 2700 Fälle haben, dann würde das hier in Deutschland um und bei 10.000, locker 10.000 Fällen entsprechen. Und davon sind wir ja weit entfernt, auch wenn wir einzelne Ausbrüche wie heute wieder mal in so einem Schlachtbetrieb, in seinem Fleischherstellungsbetrieb gesehen haben. Schauen wir uns mal an, wie die Notenbanken darauf reagieren. Das ist ja der Grund, warum die Aktienmärkte sich insgesamt oben halten. Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, fragt hier Holger Čepić. Und wir sehen, dass praktisch die Bilanzsummen der Fed, der Bank of Japan und der EZB massiv nach oben gegangen ist, um 5 Billionen auf jetzt 19,5 Billionen. Man versucht also, das Problem wegzudrucken. Die Aktienmärkte nehmen das voll und sagen, ja, das gelingt, das wird alles wieder schick. Und wir sehen, dass die Verschuldung massiv nach oben geht. Heute hat Deutschland eine 10-jährige Anleihe verkauft und hat damit 4,14 Milliarden eingenommen. Das war die größte Anleiheemission seit 6 Jahren. Deutschland braucht, wie viele andere auch, sehr, sehr viel Geld. Wir haben immerhin eine Rendite von minus 0,38%. Das heißt, wer diese 10-jährige Anleihe Deutschlands kaufte, der muss nur ein bisschen draufzahlen. Das ist völlig normal, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich bei Ihrem Nachbarn Geld leihen, dann gibt er Ihnen ja auch Geld dafür, dass Sie sich bei ihm Geld leihen. Oder? Ist ja selbstverständlich. Also, kommen wir noch mal kurz zu den Märkten. Wir sind insgesamt ja in der Situation, es ist so ein bisschen Sommerlall und Lull. Wir haben am Freitag den großen Verfall. Da wird schon gezogen und gezerrt. Es geht schnell rauf, es geht schnell runter, ohne jetzt heute zumindest eine klare Richtungsentscheidung. Wichtig ist, dass diese Robin Hooder, die als erstes erkannt hatten, Robin Hood ja dieses Fintech, eine App, mit der man handeln kann, dass die als erstes erkannt haben, dass die Fed sozusagen dieses Sicherheitsnetz spannt. Und es ist so, dass die Daten dieser Robin Hooder, nämlich deren Orders, werden verkauft und werden dann ausgeführt. Ein Dark Pool sieht also keiner, wo das dann wirklich ausgeführt ist, ziemlich intransparent. Und diese Daten werden ja verkauft an High-Frequency-Trader wie Hedgefonds, die dann eben im Vorfeld kaufen, zum Beispiel wie Jim Cramer hier vermutet, eben vor Börseneröffnung schon kaufen. Die sehen, aha, das sind Market Orders im Markt. Die werden dann 15:30 deutscher Zeit ausgeführt, wenn die Wall Street eröffnet. Und die kaufen einfach ein Stück vorher.
Die Robinhooder selber dürften gar nichts dagegen haben, weil diese Käufe sozusagen dann ihre eigenen Positionen auch mit nach oben liften und die sind ja alle long praktisch. Dementsprechend sind natürlich diese Robinhooder nicht wirklich ausschlaggebend an den Märkten. Die Privatinvestoren spielen da eine viel zu kleine Rolle. Aber wenn dann die High-Frequency-Trader draufspringen, wenn die Hedgefonds draufspringen, dann kann eben eine solche Bewegung durchaus dazu führen, dass die Märkte nach oben gehen. Und insgesamt sehen wir, dass vor allem im Optionsbereich unglaubliche Bestände auf der Long-Seite sind in Relation zu Puts. Man spielt also viel auch über Optionen. Das ist sozusagen der neueste Schrei. Schauen wir uns mal die Charts an, was wir hier sehen. Das ist der S&P 500. Wir sehen hier im Stundenchart keine wirklich klare Richtung erkennbar. Oben so diese Zone 3150 beim S&P 500, unten die Zone 3080. Da handeln wir schon seit einigen Tagen. Wie gesagt, ich glaube, das hängt zusammen auch mit dem Verfall. Wir sehen beim Dow Jones ein ähnliches Kursmuster, 26.244. Auch der DAX macht heute keine Sprünge. Es geht irgendwie so ein bisschen seitwärts, uninspiriert, muss man sagen. Wir haben den Euro weiter mit Schwäche. Wir haben also Dollarstärke heute gesehen, 1,12, 2,28. Wir haben Gold wenig verändert, 1725. Und abschließend Crude Oil nach den Lagerbeständen auch nicht so furchtbar viel verändert bei 38,04 $. Also, es ist irgendwie so ein etwas trüge Situation. Wahrscheinlich wird richtig Bewegung reinkommen und eine Trendrichtung auch reinkommen. Dann nächste Woche, wenn der große Verfall passiert ist. Dieser große Verfall sorgt dafür, dass wir vielleicht jetzt in so einer Pattsituation sind nach der vorherigen Rallye. Und dann könnte ich mir vorstellen, wird es schwierig bis Anfang Juli. Das hatte ich mehrfach schon gesagt. Dafür gibt es einige Indikationen, deren Ausführung jetzt deutlich zu weit führen würde, meine Damen und Herren. Ich wünsche auf jeden Fall einen wunderschönen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao. Tschüss.